Liebe Leute, ganz herzlich willkommen für eine neue Ausgabe von Layover. In 2010 gründet Olivier Bernhard mit zwei Kollegen das Unternehmen On, die Laufschuhe produziert. Seit 5 Jahren surft nun On auf der Erfolgswelle und ist mittlerweile in 25 Ländern vertrieben. Und heute besuchen wir den Olivier Bernhard. Olivier, hallo, danke schön für deine Zeit. Hallo, Edi. Von wo kommst du jetzt gerade genau? Ich glaube, du hast eine Sitzung gehabt. Ja, gerade aktuell eine Geschäftsleitungssitzung gehabt. Es war relativ sexy, aber sonst bin ich relativ erholt aus der Ferien zurück. Also sehr motiviert in die nächsten Aufgaben, die anstehen. Du bist immer sehr beschäftigt, immer ein bisschen am Reisen. Über dich zum Beispiel liest man, dass du eben ein Unternehmer bist, CEO, Ex-Spitzensportler, Weltmeisterin, Duathlon und auch mehrfacher Ironman-Sieger. Du gibst auch ab und zu auch Konferenzen. Wo findest du die ganze Energie, um das zu machen? Ja, vielleicht ist es einfach von Grund auf, dass ich sehr viel Energie habe. Ich glaube, darum ist mir auch Sport ausüben als ein Beruf sehr entgegengekommen. Einfach die wahnsinnige Lebensenergie, um Sachen vielleicht auch als Herausforderungen anzunehmen und nicht irgendwie als Berge sehen, die unüberwindbar sind. Und so vielleicht auch der Hunger nach immer etwas Neuem. Also zuerst einmal einfach den Beruf ausgeübt haben, aus dem heraus dann das Bedürfnis erwachsen ist, noch den Bewegungsdrang befriedigen. Und nach dem Bewegungsdrang auf einem gewissen Alter und weil ich auch Familienvater geworden bin, gefunden, jetzt ist das eigentlich passé, jetzt ist wieder Zeit für etwas Neues. Und zugegeben, das neue Projekt mit dem On-Laufschuh ist natürlich sehr verwandt mit meiner Vergangenheit aus dem Sport. Aber jetzt da wieder ganz neue Herausforderungen suche, auch im wirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Bereich und Entwicklungsbereich, wo ich ja keine Ahnung habe, wie Schuhe entwickeln. Ich glaube, das ist etwas, was mich einfach antreibt im Leben. Wie ist eigentlich die Idee entstanden, so in 2-3 Wörtern? Die Idee ist ja etwa 2002 entstanden und da ist noch eine andere Person, eine vierte Person, ein Ingenieur, der von der anderen Seeseite, also wir sind ja da auf der Westseite, aber auf der Rüschlicher Seite, ist vom See, das ist ein Ingenieur aus Zürich, der eine Grundidee, auch ein Bedürfnis hatte aus einer Notsituation, weil er eine entzündete Gelenkigkeit hat, nach Lösungen gesucht hat, wie ein Laufschuh anders könnte dämpfen könnte. Den mich als Testläufer wollte integrieren, als ich noch Profisportler war, das auch gemacht hat und ich nach dem ersten Testlauf schon begeistert war. Und aus dem heraus dann auch entwickelt habe und dann eben mit zusammentun habe mit weiteren Kollegen, David und Kasper, und wir 2010 eben die On-Firma gegründet haben, vor gut 5 Jahren. Also etwas, was wir immer hören über On, ist immer die Story vom Gartenschlauch. Also ist das ein Mythos oder hat alles wirklich so grundsätzlich begonnen mit dem Gartenschlauch? Mal, das war effektiv so gewesen. Also da bin ich ja nicht einmal dabei gewesen. Das war da gewesen, wo der Gründer mit einer Idee zurückkam und gesagt hat, ich bin in Florida mal auf einer Strassenseite gelaufen, wo es leicht zusammenbedeckt war und ich bin auf den Schritt reingeleitet mit einem herkömmlichen Laufschuh und ich habe gemerkt, dass mir Knie und die Hüfte nicht so wehtun an dem Abend. Und als Ingenieur hat ihn natürlich das gereizt, um das in Laufschuhe als System mit zu integrieren und nicht immer müssen, das landbedeckte Trottoir zu suchen, was in der Schweiz relativ schwierig ist. Und ist dann auf einen Gartenschlauch gestoßen und gefunden, das würde eigentlich einen Teil von dieser Scherkräfte integrieren. Und hat das so dann angefangen zu testen. Und ich bin dann so in der zweiten Phase dazugekommen, wo man dann erste Elemente einfach kreiert hat und dann die auf bestehende Laufschuhe tun hat. Also so hat es angefangen und dann natürlich der Erfolg ist auch gekommen. Wir Schweizer in der Regel sind eher bescheiden, aber du gründest eine Firma. Sagen wir, es gibt andere Brands, die schon da sind, die grossen, es gibt Nike, es gibt Adidas, die Konkurrenten. Du fängst ein neues Business an und du hast Erfolg. Wie kannst du das erklären? Ja, also Erfolg sind immer sehr viele Komponenten zum Erfolg. Das ist gleich wie im Sport. Da langen die Leute Talent und Glück nicht aus. Das ist tägliches Training. Und einfach die Sachen halt richtig machen und auf seinen Körper hören. Also es sind sehr viele Sachen, die man übereinstimmen. Und natürlich auch, was das Material stimmt. Oder eben Ernährung, Aufbau, Regeneration. Und ich glaube, ganz ähnlich ist es auch im Business. Also wir haben viele Sachen dazukommen. Ich glaube, bei mir es ist es so, ja, die Konkurrenz, die ist riesig, die ist mächtig. Also das ist wirklich das Spiel David gegen Goliath. Aber ich glaube, manchmal ist es auch gut, wenn der Gegner so mächtig ist, dass man das Gefühl hat, ja, ich will ja gar nicht gegen den kämpfen, aber ich habe eine Idee, die grundsätzlich so anders ist, weil ich halt als Profisportler doch schon viel Laufschuhmarken ausprobieren durfte, von denen unterstützt worden bin, begleitet worden bin.
aber noch nie die Möglichkeit gehabt, meinen perfekten Laufschuh zu kreieren. Und über die Zusammenarbeit am Anfang mit dem Mönchner und noch mit dem Kasper und David hat sich die Türen aufgestoßen, weit aufgestoßen. Und ich glaube, das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich nehme es wahr, einen Laufschuh selber zu entwickeln, also zu kreieren, zu entwickeln. Wie findest du eigentlich die Balance zwischen gutem Marketing, oder? Das ist immer nötig in dem Sportgeschäft, und auch die technische Leistung für den Marathonläufer zum Beispiel, der auch eine technische Schuhe braucht? Ja, ich glaube, was mich gestört hat im Grundsatz als Sportler, ich war 15 Jahre Profisportler, war, dass es für mein Laufempfinden nicht den ultimativen Schuh gegeben hat. Ich sagte, er fühlt alles, was ich gerne möchte von einem Schuh. Und das andere war, das hat geändert in den letzten 10 Jahren, ist das Aussehen, das Design, das Auftreten von Laufschuhen. Früher waren Laufschuhe einfach schwarze Sohle, die haben meistens ein weißes Obermaterial gehabt, sehr langweilig, vielleicht mal einen grünen, einen blauen Streifen, aber das war es. Und wenn du vor einem Laufschuhgestell gestanden bist, dann hast du aus 10 Metern Distanz die Marke nicht unterscheiden können. Wenn du nicht Detailfinesse kennt hast von den Logos, ist das unmöglich gewesen, weil alle relativ ähnlich aussehen. Und ich fand, viele haben auch viel zu viele Logos drauf oder Bezeichnungen. Also ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist ja, man muss eine Technologie haben, die funktioniert und die sich klar differenziert von den bestehenden, auf dem Markt bestehenden Konkurrenten oder Mitbewerbern. Das tun wir uns, aber gleichzeitig will man ja nicht nur die reinen Läufer ansprechen, sondern die, die halt gerne Läufer wären oder die einfach auch einen gesunden, einen guten Schuh möchten im Alltag tragen und aufs Design ansprechen. Das Ganze tönt positiv, langsam, aber Sira, sind wir schon am Ende vom Interview. Nach dem Interview, wo gehst du jetzt? Ist der Tag fertig für dich oder gibt es noch irgendeine Sitzung oder irgendein Event? Man weiß es nicht mit dir. Nein, Sitzung nicht. Aber ich glaube, für heute ist genug gesessen. Für mich ist es Zeit, Laufschuhe anzulegen. Und ich werde schauen, dass ich mindestens eine halbe Stunde, lieber eine Stunde, dass ich noch bei diesem wunderschönen, sonnigen Frühlingsabend noch kann laufen kann, joggen. Einfach den Kopf leeren, gewisse Sachen verarbeiten, vorbereiten für morgen. Ich glaube, für mich als Spitzensportler ist das auch, und für viele Manager ist das ein bisschen einfach halt Hygiene, die man betreibt. Und am Ende des Tages ist das für mich ein gutes Abstellen und halt eben können verarbeiten und wieder vorbereiten für den nächsten Tag. Ja, das ist vorbildlich, so ein Verhalten. Danke, Olivier, für deine Zeit. Spannende Gespräche mit dir. Und natürlich werden wir jetzt verfolgen, wie es weitergeht mit den Handschuhen. Dankeschön. Bitteschön. Ja, liebe Leute, das war's für heute. Spannende Gespräche haben wir jetzt gerade bei On. Bald sind wir zurück mit weiteren spannenden Gästen. Bis dahin, alles Gute und ciao zusammen.